Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play von Let's Play Star Wars Battlefront 1 von 2014. Ich wünsche euch auf jeden Fall 2004 und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, wir werden jetzt mal die nächsten angreifen, und zwar Naboo. Und wir werden ihn auch rauben und machen daraus auch einen schönen neutralen Planeten, der erstmal keinen gehört. Und werden ihn danach schön annektieren, dass er mir gehört, und da passt auch alles. Aber erstmal müssen wir uns den Planeten aneignen, dass alles passt. Ich würde sagen, wir laufen ganz schnell hier in die Mitte, versuchen uns den zu packen. Weil der Posten hier in der Mitte hat eigentlich den größten Vorteil, was das angeht. Also wir mussten erstmal bekommen, weil die Gegner kommen selbst halt wie wir hier an. Das ist das Problem. Okay, er hört uns. Alles klar. Aber Deckung gehen. Jetzt gleich mal schön die Gegner hier fernhalten. Mal sehen, wie das uns gelingen wird. Au, 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 au. Ey, du Wichser. Und hinten gibt es kein Kindergeld. Und hinten schleicht erst recht nicht, du Penner. Willst du oder was? Dann wurde ein Schuss nicht gehört oder was? Wo hast du denn geschossen? Was war das gerade für ein Ziel? Sie sind aber sehr sicher, dass da keiner rankommt, weil die gehen nicht an ihre Geschütztürme. Wow! Okay, da war ich etwas unachtsam. Hier bist du. Hätte ich ein bisschen besser aufpassen sollen. So einer von uns versucht dahin zu laufen, der ist wohl lebensmüde. Wenn es einer versucht, bin ich das. Ich bin ja der lebensmüde Shaggy, nicht ihr. Also hört mal schön auf hier. Wenn jemand das macht, mache ich das. Aber wir trinken sehr gut vor hier, was das angeht. Die Posten könnten wir uns in wenigen Sekunden bzw. Minuten aneignen. Shit. Ah, Mist. Ach, da war ein Geschützturm. Es ist ein Geschützturm drin. Mist. Ja, das wird schwierig. Also, sobald man die aus dem Geschützturm raus hat, kann man gut angreifen, aber man muss die erstmal da rausbekommen, dass der Posten verwundbar ist. Ansonsten hat man da keine wirkliche Chance, da ranzukommen. Ich weiß einfach mal hier ein paar Granaten. Entweder ich treffe was oder ich treffe nichts. Wow. Ich müsste ihn getroffen haben. Mit Glück habe ich ihn getroffen. Oh Mist. Oh Mist. Unika ist ganz schlecht. Du, er ist weg. Und auch ein Druidika. Und weg ist er. Ich hasse Druidikas. Außer man spielt ihn selber. Ansonsten hasse ich die. Na komm schon. So, erledigt. Wow. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Ihr habt eh verloren. Jetzt gebt doch gleich auf. Ihr braucht gar nicht weiter zu kämpfen, Leute. Na, was macht denn der? Hoch oder runter, du Arsch? Hä? Was? Wow. Hey. Ich bin von hinten angeschlichen. Was soll die Scheiße? Aber er nimmt mich nicht ins Visier, ne? Er schießt immer auf die anderen. Es geht aber hoch. Geht doch. Mein Gott.
Erledigt. Boah. Das war jetzt ganz schön fies wieder. Hinterlistiger Angriff. Aber geschickt gemacht. Hab ich gut erwischt. Und der hat unseren Posten zerstört. Unseren Verteidigungsposten. Ist so eine Scheiße. Sind wir natürlich jetzt hier wieder verletzbar auf der Seite. Aber die haben nur noch 27, 25 Einheiten, also die werden nichts mehr reißen können. Mit so wenig Leuten können die nichts mehr reißen. Haben sie eigentlich gar keine Chance mehr. Die haben über 100 Einheiten weniger als wir. Die wollen die uns jetzt noch angreifen. Keine Chance, wenn man es so nimmt. Die könnten schon die weiße Flagge hissen, aber die Kuss geben nicht auf. Die sind so programmiert, dass sie kämpfen bis zum Schluss. Daher brauchen wir da keine Kapitulation erwarten. Und die Spielzahl geht ganz schnell runter hier auf die gegnerischen Seiten. Die werden richtig weggeballert gerade. 6 sind noch übrig. Vielleicht probiert es einer. Hey! Da versuchst du da ein Einzelner oder zwei Einzelne, hä? Was sind da für Noobs? Hört ihr mal auf mit der Scheiße hier? Ist nicht euer Posten, ja? Also macht man einen ganz ruhigen, aber ganz flott, Leute. Das sage ich euch. Wenn ihr mich erforschen wollt, ne? Das könnt ihr woanders machen. So, Camino hat voll, aber was war Camino eigentlich für Angriff? Oh, kommt über Yavin. So, jetzt kommt der Angriff hier. Aber das ist Geonosis, wie ihr gesehen habt. Und schon gehört uns Yavin 4. Jetzt haben wir noch Renoir, Nabu und Bespin. Und Genesis, Geonosis ist doch so. Aber das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge machen. Zum nächsten Kampf. Weil, wie gesagt, ein Kampf pro Folge. Auch wenn die Folgen ein bisschen kurz sind manchmal, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass euch die Folge wie immer Spaß gemacht hat. Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Was ich sehr hoffe. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle einmal Ciao mit V und möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder zur nächsten Folge Let's Play Battlefront 1 von 2004. Die klassische Version. Und bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt mir treu gewogen und gesund. Schaut gerne bei meinen anderen Projekten oder Streams vorbei. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis nächste Woche Dienstag. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Und lasst euch nicht ärgern. Also dann. Ciao, ciao, ciao. Euer Das Steffen zockt.